geht es euch auch so, dass ihr die Nase voll habt von dem Grau in Grau draußen? Das Wetter geht mir langsam auf die Nerven. Ich möchte endlich ein bisschen Sommersonne, Sonnenschein und nicht immer nur Regen, kalt und doofes Wetter haben. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal ein bisschen shoppen, aber nicht im Laden, sondern wieder im Netz, weil man da so viele schöne Sachen finden kann, die man so im Geschäft eigentlich gar nicht so findet. Und ich war mal wieder bei Nostalgic Art Shoppen und habe mir was bestellt, um unsere Terrasse ein bisschen auf Sommer zu dekorieren. Ich habe mir mal wieder eine Tasse gegönnt. Tassen kann man ja immer gebrauchen und auch im Sommer. Und Nostalgic Art ist ja bekannt dafür, solche nostalgischen Motive zu verwenden. Und ich fand es eben cool, das ist jetzt hier mal so eine Sommertasse. Da kann man schön, ja, was trinkt man da draußen? Tee. Ja, einen Tee im Sommer nicht, aber einen kalten Kakao. Ich trinke ja lieber Kakao als Kaffee. Lieber einen Eiskaffee. Ein Eiskaffee ist auch so was für mich. Und dafür so eine schöne Sommertasse ist ein geniales Teil gewesen, habe ich mir gedacht. Ich habe zwei davon gekauft, damit wir diesmal jeder eine haben. Dann durfte natürlich auch eine neue Kaffeedose nicht fehlen. Ich habe jetzt hier eine mit so einem Bulli. Die ist genial, finde ich. So ein Bulli, der ist nostalgisch pur, finde ich immer. Und Sommer, Sonne, Sonnenschein verbindet man mit diesen Bullis, weil man damit oft in Urlaub gefahren ist. Wir hatten jetzt leider keinen, aber Freunde von uns haben so einen Bulli gehabt und war immer genial, mit so einem Bulli mal ein paar Tage zu verreisen. Um die Terrasse jetzt ein bisschen auf Sommerfeeling einzustimmen, dürfen natürlich auch solche Blechschilder wieder nicht fehlen. Habe ich mir gedacht, einmal, was ist hier, Welcome to my Garden, ist ein cooles Schild, haben wir bei uns dann vor, bei uns am Gartentor hinzuhängen. Ist ein schönes sommerliches Teil und findet an der Tür seinen Platz. Dann gibt es so ein Schild, TikTok ist immer Bierklock. Also, ja gut, ein kaltes Bierchen im Sommer lässt sich immer gerne mal trinken. Also kann auch so ein Schild damit stehen. Für die kalten Getränke ein schöner Untersetzer. Da habe ich jetzt auch zwei solche Nostalgik-Untersetzer für mich. Gut, Cuba Libre, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke halt die Cola. Oder eben Happy Hour. Für uns beide jedenfalls so ein Untersetzer für die kalten Getränke. Dann darf natürlich auch so ein Schild Tiki Bar nicht fehlen. Da ja unsere Terrasse jetzt eine kleine Bar werden soll für den Sommer, für kalte Getränke, hat dieses Schild natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Und Happy Hour ist immer, wenn man zu Hause ist, kann man immer Happy Hour haben. Also dieses Schild findet über unserem Tisch auf der Terrasse Platz. Da ist immer Happy Hour. Ich habe mir auch gleich nochmal so eine Postkarte mitbestellt. Die sind ja richtig aus Metall gefertigt. Ist eine coole Variante, jemandem einen Sommergruß zu schicken. Kann man einfach beschriften und ganz normal mit der Post versenden. Ist ein schönes Teil. Da freuen sich die anderen dann auch, dass es endlich zum Sommer geht. Und schon beim letzten Einkauf kam ich ja an diesen Pfefferminzdöschen nicht vorbei. Und dieses Teil hier, alles wird gut, musste ich unbedingt noch dazu haben, obwohl ich ja solche anderen Teile hier mit Tankzapfsäule und sowas alles schon hatte. Aber alles wird gut, passt immer wieder in die Handtasche. Kleines Pfefferminzbonbon mal für zwischendurch. Ich finde es cool, alles wird gut, ist eine tolle Sache. Und das Highlight für unsere Terrasse wird dieses Thermometer hier im Coca-Cola-Design werden. Coca-Cola ist Nostalgie pur, wenn man auf Nostalgie steht, darf Coca-Cola nicht fehlen. Und dafür haben wir dieses Thermometer uns jetzt noch mit besorgt. Das kommt natürlich auch auf die Terrasse. Ich finde die Sachen einfach genial. Nostalgik ist cool. Das sieht toll aus. Ist alles so aus Blech gefertigt. Bisschen auf alt gemacht, obwohl es alles neue Sachen sind. Ich finde es toll. Schaut da einfach mal rein. Ich verlinke euch unter dem Video Nostalgic Art und die helfen euch dann weiter, wo man solche Teile kaufen kann. Das gibt es in verschiedenen Geschäften, aber da könnt ihr mal schauen, was es alles so gibt und vor allem, wo man das bekommen kann. So, wir hoffen, wir konnten euch mit diesen Teilen ein bisschen auf den Sommer einstimmen. Ich finde es toll, meine Terrasse sieht dadurch schön sommerlich gestaltet aus und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude daran, denn das sind ganz tolle Teile, finde ich immer wieder. Ich freue mich jedes Mal, wenn das Paket endlich ankommt und die Sachen dabei sind. Wir wünschen euch viel Freude beim Stöbern und bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.